Hallo und herzlich willkommen zu Nachhilfe für dich. Heute wollen wir einmal ein Gedicht interpretieren, damit ihr versteht, wie eine Gedichtinterpretation abläuft. Dazu haben wir uns erstmal Notizen gemacht, also diese Notizen werde ich gleich nochmal wiedergeben. Das Gedicht heißt Die Stadt und es geht wie folgt. Am grauen Strand, am grauen Meer und seit erblickt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer und durch die Stille braust das Meer, eintönig um die Stadt. Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai kein Vogel und Unterlass, die Wandergans mit hartem Schrei nur fliegt in Herbstnacht vorbei. Am Strande weht das Gras. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer. Der Jugendzauber für und für ruht lächelnd noch auf dir, du graue Stadt am Meer. Das Gedicht ist von Theodor Storm und 1951 erschienen. Es beschreibt Husum, die graue Stadt am Meer, die sich seitdem auch so nennt. Die Epoche, die dazu gehört, ist der Realismus. Also, zunächst macht man sich ein paar Notizen. 3 Strophen, 5 Zeilen, Reimschema, A, B, A, A, B. Jambus, ne? So männliche, weibliche Kadenzen. Dann schreibt man sich auf einfacher Stil. Die erste und die zweite Strophe sind in Widerspruch zur dritten, weil die erste und zweite sehr trist sind. Und dann wird es positiv. Einfache Naturbilder. Er verwendet Wiederholung und Parallelismus. Häufig verwendet er das Wort grau und eintönig und seitab, also eher negative oder traurige Adjektive, und erst später verwendet er positive Adjektive, lächelnd. Außerdem verwendet er sehr kräftige Verben, braust, rauscht, fliegt, weht, drückt, und das ist wieder im Kontrast zum beruhigenden Verb ruhig. Die Substantive sind sehr assoziativ, Meer, Strand, Nebel, Stille. Ja, und das kann man dann alles in eine Interpretation kleiden. Diese beginnt mit der Einleitung. In dem Gedicht Die Stadt von Theodor Storm, welches 1851 erschienen ist, beschreibt der Dichter mit Hilfe des lyrischen Ichs, also er beschreibt ja seine Wahrnehmung, liebevoll, aber melancholisch seine Heimatstadt Husum an der Nordsee. Also es ist sein Heimatgedicht. Das Gedicht ist der Epoche des Realismus zuzurechnen. Dann gehen wir in den Inhalt über. Also es ist jetzt nur eine kurze, knackige Interpretation, die für Klasse 10 ausreicht. Das ist selbstverständlich für ein Studium und für ein Abitur noch nicht ausreichend. Aber es ist so für meine Schüler gedacht, die eine Einführung in die Gedichtinterpretation brauchen. Das Gedicht schildert düster und elegisch die melancholische Stimmung der Heimatstadt Husum. Zunächst drückt er aus, wie düster und still die Stadt ist und wie das Meeresrauschen die Stimmung prägt. Anschließend beschreibt Storm im zweiten Absatz, wie die Natur sich im Mai und Herbst entwickelt. Im letzten Absatz geht er darauf ein, dass sein ganzes Herz an der Stadt am Meer hängt und dass der Jugendzauber für und für an dieser hängt. Also er geht auf seine Liebe zur Heimatstadt ein. Ja, mehr habe ich dazu jetzt noch nicht geschrieben. Man kann das noch viel intensiver schreiben, aber das ist für einen, also dieses Video ist für Schüler, die einen halbstündigen Test schreiben. Ergo ist es völlig ausreichend. Ich mache auch noch mal ein intensiveres Video. Jetzt kommen wir zur Sprache und zum Aufbau. Das Gedicht Die Stadt hat 3 Strophen mit je 5 Zeilen. Diese sind mit Reimen versehen, welche dem Schema AAB folgen. Dies kann man nicht klar einem Reimschema zuordnen. Als Metrum wählt der Autor den Jambus, hierbei wechselt er zwischen dem dreihebigen und fünfhebigen Jambus. Zunächst äußert sich der Sprecher in Form des lyrischen Ichs neutral bis düster über die Stadt, um diese im weiteren Absatz liebevoll mit Du anzureden. Das lyrische Ich nimmt in diesem Gedicht eine Rückschau auf die Heimatstadt vor, reflektiert die Veränderungen in den Jahreszeiten und unterstreicht dies auch mit sprachlichen Mitteln. Während Theodor Storm in den ersten 2 Absätzen überwiegend düstere Sprache an den Tag legt, verändert sich diese im letzten Teil, wo er die Stadt liebevoll anspricht und seine Verbundenheit zur Hafenstadt ausdrückt.
Stilistisch gesehen ist das Gedicht einfach aufgebaut. Der Dichter stellt die ersten zwei Absätze dem letzten Absatz gegenüber. Sie beinhalten eine gegensätzliche Aussage, eine Opposition zwischen den Strophen. Dies baut eine gewisse Spannung auf und hebt auch den letzten Teil des Gedichts nochmal von dem Rest ab. Er verwendet keine Gedichte in fremder Sprache oder gar in Latein und hat klare, einfache Sätze geschaffen. Auffällig ist die Wiederholung der Zeile »Du graue Stadt am Meer«, die sich im letzten Absatz zweimal wiederholt. Ansonsten ist das Gedicht nahezu vollständig frei von Stilmitteln. Durch die Wiederholungen und den Parallelismus, welches das Gedicht beinhaltet, unterstreicht der Dichter das Gesagte und zeigt nochmal ausdrücklich dessen Inhalte. Auffällig ist auch der Anfang des Gedichts »Am grauen Strand, am grauen Meer«. Hier verwendet der Dichter einen Kunstgriff. Der Wortschatz von »Die Stadt« unterstreicht auch auf Inhaltsebene noch auf Ausdrucksebene den Inhalt noch einmal. Er stellt die negativen Absätze rau, seitab eintönig den positiven Begriffen lächelnd entgegen. Hierbei überwiegen aber die Begriffe, die den rohen Charme der Stadt unterstreichen. Das Wort rau kommt insgesamt viermal vor und grau ebenfalls. Als Verben wählt er sehr ausdrucksstarke Verben. Drückt, braust, schlägt, weht, fliegt und stellt wieder einen Gegensatz entgegen. Auf Ebene der Substantive wählt er jede Worte, die Stimmung und Assoziationen hervorrufen. Strand, Meer, Stille. Kein Wald, kein Vogel. Herbstnacht, Jugendzauber. Ja, dann würde noch der Schlussteil folgen, also die eigene Meinung. Und die habe ich jetzt mal rausgelassen, weil die von unseren Schülern selber angefertigt werden muss. In den Endteil kommt sozusagen die eigene Meinung, die Reflexion des Gesagten, man kann auch auf andere Gedichte Bezug nehmen, die Bedeutung des Gedichts in der heutigen Zeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Die Adressen und alles findet ihr auf dem Blog. Und ich freue mich über eure Anregungen, Meinungen, Kommentare, Fragen. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Einfach unten in die Kommentare, ich beantworte die zügig. Danke und bis bald.